Hallihallo, ich bin Rebecca, bin Tierkommunikatorin und Seelenentfalterin für Mensch und Tier. Und im heutigen Video möchte ich mit dir einmal über das Vergleichen und das Bewerten sprechen in Tiergesprächen. Also wenn du selber mit Tieren sprichst, in Kommunikation gehst, telepathisch und Informationen von Tieren empfängst, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Wenn du dazu neigst, auch das, was du von den Tieren empfängst, immer wieder, ich nenne es jetzt einfach mal, runterzumachen. Und was meine ich denn überhaupt damit mit Vergleichen und Bewerten? Also, ich habe das immer wieder beobachtet und mir ist es wirklich ein Herzensanliegen, deswegen mache ich ein Video, dass du das nicht mehr machst oder dass du sensibel dafür wirst. Deswegen mache ich dieses Video. Und ich gebe dir mal Beispiele aus den Kursen, die ich in den letzten Jahren gegeben habe oder auch aus der Ausbildung, die ich momentan gebe. Es ist eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin und Seelenentfalterin für Mensch und Tier. Die geht über 10 Monate, also es ist eine längere Ausbildung online. Und da und wie gesagt aus anderen Kursen auch fallen immer mal wieder oder sind immer mal wieder so Sätze gefallen wie: Ich habe ja nicht so viel gesehen. Bei mir war es nicht so aufregend wie bei so und so. Ich habe jetzt keine Bilder gesehen. Ja, bei mir war nur das und das. Bei mir war es nicht so wie bei. Ich habe gar nichts wahrgenommen, nur. Ich habe dieses Mal nur das und das mitgekriegt. Also ich habe keine Worte bekommen wie die so und so. Und merkst du das, was ich damit meine, mit dem Vergleichen und Bewerten? Also das eine ist, das Vergleichen, das, was in der Gruppe passiert, wenn mehrere Menschen mit einem Tier sprechen, wozu wir Menschen verleitet werden, ist zu gucken, was haben die anderen bekommen und dann zu gucken, was habe ich wahrgenommen in dem Tiergespräch, in dem Kontakt mit dem Tier, in dem Austausch und das dann in Bezug zu setzen. Und das ist sehr natürlich, weil wir durch das noch existierende Schulsystem dazu erzogen sind im Prinzip. Also, ne, wir wurden genau dazu hingebracht, genau dahin gebracht, dass wir vergleichen. Durch das Benotungssystem alleine. Ne? Und dann kommst du vielleicht noch nach Hause und dann heißt es ja, der so und so hat, was hast du für eine Note? Ich habe eine 3 geschrieben, ja, aber der so und so hat eine 1 geschrieben. Also da wird immer wieder verglichen oder du lernst, dass eben die Note ist besser als die andere oder die Note ist schlechter als die andere. Und von daher ist es in unserer Gesellschaft eben häufig so, dass wir verglichen werden und dass wir dadurch auch gelernt haben, uns selber zu vergleichen mit anderen. Oder in dem Fall vergleichen die Menschen dann die Informationen, das, was sie vom Tier empfangen, damit, was andere von dem Tier empfangen haben. Und das ist das eine. Und das andere ist es zu bewerten. Also Wertung sind so Worte wie nur in den Beispielen, die ich genannt habe. Ich habe nur das und das bekommen. Damit machst du das, was du empfangen hast, runter. Damit machst du dich runter. Ja, was heißt denn nur? Du hast was empfangen. Also, wie genial ist das denn? Vor x Monaten, Wochen, Jahren hast du vielleicht noch nicht mal gedacht, dass es überhaupt möglich ist, mit Tieren zu sprechen. Oder warst dir gar nicht dessen bewusst, dass du überhaupt Informationen von Tieren empfangen kannst. Und jetzt hast du eine Information empfangen. Wie genial ist das denn? Dann lass sie doch da sein. Mach doch dich nicht runter dafür, dass es nur in deinen Augen dies oder das ist. Und auch dieses, ich habe keine Bilder empfangen. Andere haben Bilder empfangen. Das ist total gleich.
Es macht nichts, wenn du kein Bild empfängst. Es gibt so viele Hellsinne. Es gibt das Hellsehen, Hellwissen, Hellriechen, Hellfühlen, Hellspüren, Hellschmecken, Hellhören. So viele Hellsinne. Und Bilder sind ein Teil davon, eine Möglichkeit, wie du Informationen von Tieren empfangen kannst. Und es gibt auch noch mit das energetische Hellsehen und Hellfühlen. Dazu habe ich auch ein extra Video gemacht. Das sind neue Hellsinne, die jetzt dazukommen. Und wenn du dann keine Bilder siehst, ja und, das macht nichts. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie du Informationen von Tieren empfangen kannst. Und vielleicht ja, oder dann eben auch empfangen hast, wenn du sagst, du hast keine Bilder, ja, was hast du denn empfangen? Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du das, was du in einem Tiergespräch wahrnimmst, oder auch wenn du mit der geistigen Welt im Austausch bist oder dich reinspürst in das Feld oder Informationen empfängst, dass du das stehen lassen kannst und nicht bewertest und dadurch eben oft abwertest, sondern feier dich dafür. Feier das, was du empfangen hast. Feier das, was du bekommst. Und freu dich. Du bist mit einem Tier im Austausch gewesen, du hast Informationen empfangen. Das ist doch pure Magie. Für mich ist es immer wieder nach wie vor, nach so vielen Jahren, immer noch absolute Magie, mit Tieren sprechen zu können oder mich mit Tieren austauschen zu können. Und wenn du dich vergleichen möchtest, dann vergleich dich bitte, bitte, bitte immer nur mit dir selber. Vergleich dich doch dann mit dir vor X Jahren, X Monaten, wenn du dich überhaupt vergleichen möchtest. Und dann eben mit der Version von dir, die Tierkommunikation noch gar nicht kannte. Dann kannst du sagen, wow, heute weiß ich, Tierkommunikation funktioniert und ich habe sogar schon eine Information empfangen. Wie genial. Oder am nächsten Tag übst du nochmal. Vielleicht kriegst du dann weniger. Dann kannst du sagen, ja, gestern habe ich die und die Information empfangen, heute bin ich mir unsicher. Ja, okay. Und dann lass es doch so stehen. Dann nimm es doch eher als Lernfeld für dich. Nimm wieder, mach da keine Bewertung draus im Sinne von, heute habe ich nur nichts empfangen oder heute habe ich nur eine Information, gestern waren es drei. Sondern nimm es als Lernfeld für dich, dazu möchte ich dich ermutigen, beobachte dich und merke, okay, warte mal, ja, gestern habe ich das und das empfangen, heute habe ich nicht so viel empfangen. In der Wertung, ne? Im Vergleich mit dir selber. Ja, woran liegt das denn? Bin ich heute müde? Hatte ich eigentlich wirklich Lust, in den Austausch zu gehen? Ist es vielleicht die Tagesenergie? Ist es eh irgendwie ein Pritzeln in der Luft, dass du dich weniger konzentrieren kannst, weil ein Sonnensturm ist, weil die Schumann-Frequenz aktiv ist, aus welchen Gründen auch immer. Oder hast du es probiert und bist total müde, weil du einen anstrengenden Tag hast, ne? Also, ja, dann kannst du sagen, naja, das und das, okay. Dann weiß ich beim nächsten Mal, wenn ich so müde bin wie heute, zum Beispiel, dann mache ich es vielleicht. Übe ich dann nicht, mit einem Tier in Kontakt zu gehen, weil weiß ich, dann kriege ich weniger Informationen. Und irgendwann bist du da und übst es vielleicht doch nochmal und kriegst auf einmal mehr Informationen als davor. Und also ich möchte dich wirklich ermutigen, dich da immer wieder freizulassen und dahin zu schauen, was du empfängst, was du wahrnimmst. Und das zu stärken, das zu kräftigen und da die Energie reinzugeben, anstatt zu sagen, ich habe keine Bilder bekommen, zu sagen, ich habe diese Körperempfindung bekommen. Also stärk die Energie, stärk deine Stärken, stärk doch die Kanäle, die bei dir da sind. Ob dann noch andere Wahrnehmungskanäle irgendwann dazukommen oder nicht, das wird sich zeigen. Bei manchen ist es so, bei manchen so. Es kann sich immer wieder verändern. Es kann sich auch von Gespräch zu Gespräch verändern. Und die Frage ist nur, was bringt es dir, wenn du dich da vergleichst? Also vielleicht magst du mal reinspüren in so einen Satz wie, ich habe keine Bilder bekommen oder ich habe nur das und das bekommen. Und dann, ich habe
Körperwahrnehmung empfangen. Ich habe diese Dinge wahrgenommen. Ich habe diese Information bekommen. Das habe ich heute wahrgenommen im Gespräch mit dem Tier, im Austausch mit dem Tier. Spür mal rein für dich von der Energie her, ob du einen Unterschied wahrnehmen kannst. Und schreib es mir gerne in die Kommentare unter das Video, wenn du Lust hast. Oder auch alles andere, was dir durch den Kopf geht, wenn du das Video schaust. Ich hätte natürlich total große Lust, meine Wahrnehmung hier zu teilen. Und will aber nichts vorwegnehmen. Von daher, ja, lasse ich das mal so stehen und wünsche dir ganz viel Freude beim Reinspüren. Und beim Feiern, feier dich für das, was du wahrnimmst.